Ein Tag hat 21,5 Stunden nach digitaler Zeitrechnung. Denn 2,5 Stunden nutzt der durchschnittliche Deutsche täglich am Smartphone. Laut Studie der Uni Bonn verbringen wir die meiste Zeit mit Social Media. Nur 7 Minuten am Tag verwenden wir das Handy für pragmatische Dinge. Kein Wunder also, dass mancher das Gefühl hat, die Zeit ziehe nur so an ihm vorbei. Um diesem Trend entgegenzuwirken, breitet sich im Internet ein neuer Hype aus: Digital Detox. Dabei geht es darum, bewusst auf technische Geräte wie das Smartphone zu verzichten. Robert Boaks ist Blogger und Filmemacher. Er hat selbst ein Jahr lang Smartphone-Abstinenz betrieben. Digital Detox ist nicht ganz richtig. Ich habe Social Detox gemacht, wenn du so möchtest. Also ich habe gesagt, ich möchte ein Jahr lang nicht mehr abgelenkt werden. Also ich habe kein Twitter benutzt, ich habe kein Facebook benutzt, kein Instagram und was es noch alles gibt. Also nicht mal Xing oder LinkedIn oder was in der Richtung. Also 90 oder mehr Prozent von dem, was ich auf Social Media konsumiere, ist Bullshit. Kennt das vielleicht? Es gibt so Seiten wie Reddit, 9gag oder wie sie alle heißen, wo man sich Bilder anguckt und durchscrollt. Da war ich auch jeden Morgen automatisch am Handy und habe geguckt und habe einfach gemerkt, was mache ich mit meiner Zeit, ja? Was für ein Bullshit ist das eigentlich? Warum interessiert es mich, dass jemand jetzt gerade einen Kaffee trinkt irgendwo aus meinem Freundeskreis? Und da habe ich gesagt, da muss mehr Wertschöpfung sein. Also das, was ich konsumiere, soll mir Nutzen bringen in irgendeiner Form. Und dann habe ich mich eben entschlossen, okay, dann versuch's doch mal komplett ohne. Boaks fiel es leicht, auf Social Media zu verzichten. Ans Abbrechen seines Versuchs dachte er nie. Nach einer Woche juckt es sich nicht mehr. Es gab einen Punkt, das war ganz erstaunlich, da haben mich alte Bekannte aus meiner alten Region, wo ich herkomme, angeschrieben und gefragt, was eigentlich los ist, sie erreichen mich nicht mehr. Und dann habe ich, ich glaube 2 Tage im Jahr, habe ich den Facebook Messenger mal wieder aufgemacht, einfach um Fragen zu beantworten von Leuten, weil die nicht wussten, wo ich bin, was ich mache, ob ich noch lebe. Aber das war tatsächlich der einzige Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da macht sich jemand Sorgen, da gehe ich nochmal rein und beantworte das und habe es dann wieder geschlossen. Das Kuriose dabei ist, ich habe eine Frau zu Hause, die nutzt das täglich. Also die geht durch Instagram und guckt sich Stories an und keine Ahnung was alles. Und das ging mir immer mehr auf den Keks, muss ich ehrlich sagen. Weil du dir bewusst machst, was du da machst und was auch andere Leute konsumieren. Und wenn du dir das anguckst und das miterlebst, dann hast du eigentlich den gegenteiligen Effekt. Du hast nicht Probleme, dich davon abzuhalten, sondern du weißt, warum du es tust und das bestätigt darin, weil du siehst, okay, während jetzt jemand hier durch sein Instagram-Feed geht, gucke ich mir gerade an, wie ein Videocodec funktioniert oder ich bringe mir bei, wie ich ein Brett hobel oder was weiß ich, was du alles lernen kannst. Ja. Ja. Und diese Zeit, die hat eigentlich sehr viel bestätigt, anstatt dass es eine Entzugserscheinung war oder was. Die Welt, die wir so ein bisschen aus den Augen verlieren, ist Empathie. Also mit Menschen agieren zu können, nicht mit Geräten nur zu agieren. Jetzt, keine Ahnung, wir haben Zeitalter der Sprachassistenten Alexa und Google, wie heißt das Ding? Google Home und was weiß ich, wie sie alle heißen. Und wir fangen an, mit Maschinen zu kommunizieren, weil es einfach ist. Aber streng genommen kommuniziere ich ja auch mit Menschen, beispielsweise mit in Skype. Streng genommen, ja. Faktisch sitzt du vor deinem Rechner und kannst jederzeit das Gespräch abbrechen, ohne große Probleme. Also ich habe weder eine empathische Beziehung dazu, noch in irgendeiner Form die Pflicht, wirklich dran zu bleiben. Das siehst du auch, wenn du jetzt eine Verabredung zum Beispiel spontan absagst oder was in die Richtung. Und diese, sag ich mal, dieses Unverfängliche, das ist ein großer Punkt, der da mitkommt, dass ich die Kontrolle darüber habe, was ich konsumiere, kann mich auch schnell überfordern. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, was uns so ein bisschen fehlt, ist die Reaktion von unserem Gegenüber, die direkte. Also das merkt man ganz schnell, wenn man mal in der Firma eine böse E-Mail geschrieben hat, die man nicht böse meint und alle denken, oh mein Gott, was ist das jetzt, weil sie anders gelesen werden kann. Und dieses Menschliche, was da zwischen uns ist, du kannst mir erzählen, was du möchtest, aber das kriegen wir nicht durch Technik aktuell übersetzt. Die Reaktionen im Netz gehen auseinander. Die Zeitschrift Welt spricht etwa vom Fuck Digital Detox. Viele User hingegen kündigen einen bewussteren Umgang mit sozialen Medien an. Andere können sich einen Verzicht sogar ganz vorstellen. In seiner Zeit ohne soziale Medien hat Boaks viel gelernt. Du musst erstmal alles aufräumen, du musst dir alles angucken, was du machst, du musst dir bewusst werden darüber, was du tust. Das Zweite, es schenkt dir keiner was. Also wenn du was verändern willst, musst du auch was dafür tun. Wenn du was verändern möchtest, dann musst du arbeiten dafür, dann musst du dafür bluten, dann musst du es auch machen. Und das Dritte, ist, dass im Internet so viel Scheiße ist, die dir gar nicht bewusst ist, wenn du dich nicht damit beschäftigst, dass es wirklich erstaunlich ist, dass du das so viele Jahre mitmachen kannst, ohne dass du merkst, dass du in diesem Hamsterrad drin bist. Also das ist eine Erkenntnis definitiv,
die mich jetzt auch antreibt, wie gesagt, es besser zu machen, also keinen Bullshit mehr zu posten, mir zu überlegen, was für Werte setze ich in die Welt. Doch komplett ohne Smartphone und soziale Medien zu leben bleibt schwer. Daher ist es wohl am besten, einen Kompromiss zu finden zwischen Medienkonsum und alltäglichem Leben. Daher ist auch Robert Buchs wieder online, wenn auch bewusster als zuvor.